So, liebe Medienvertreter, liebe Eintracht-Freunde, willkommen zum Trainergespräch nach dem Spiel der Mitteldeutschen Oberliga ZAC Kugellampe gegen den SV Oebisfelde 1895. Zur Pause waren die Gäste schon vorne, Endstand dann ebenfalls 24-26 für unsere Gäste. Beide Teams sind aufgestiegen, nachdem der ZAC Folge war schon ein Absteigerduell in Jena, hat dort einen Druck geholt, hat zwei nicht gereicht. Als erstes die Frage an den Gästetrainer Thomas Meine, den ich herzlich begrüße. Einschätzung zum Spiel des Abends. Ja, guten Abend erstmal. Wie soll ich anfangen? Danke. Vom Spiel bzw. im Grunde haben wir gute. Das Gute in meiner Augen ist, dass man ein bisschen Videoanalyse betreiben kann. Und ich muss sagen, dass Grubenlampe von den Mannschaften, die wir bis jetzt hatten, eigentlich herausgestochen hat. Spielstark über alle Positionen, sehr, sehr temporeich und natürlich hinten die nötige Aggressivität. Und darauf haben wir uns eingestellt. Und durch unsere Abwehr, gerade in der ersten Viertelstunde, und natürlich über einen gut aufgelegten Torwart konnten wir viele Bälle abfangen in der Abwehr und natürlich unsere erste Welle starten. Und so konnten wir uns auch ein bisschen absetzen. Klar kamen sie wieder ran und haben auch, glaube ich, geführt. Aber wir lassen uns zurzeit nicht aus der Ruhe bringen, konzentrieren uns auf uns und spielen unseren Stiefel eigentlich runter. Das zeichnet die Mannschaft aus, dass sie eben halt sehr, sehr diszipliniert spielt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich gesagt, dass wir das Tempo ein bisschen forcieren, dass wir überlegter spielen und natürlich unsere Chancen nutzen. Das ist uns nicht immer gelungen, also dass wir viele Chancen vergeben haben. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, haben wir ähnliche Fehler gemacht, sage ich jetzt mal, im Umschaltspiel, in der Chancenauswertung. Und im Endeffekt haben wir das Spiel für uns gewinnen können. Dankeschön. So, eine Frage an Tauschi Droskovic, an unseren Trainer, seine Einschätzung zum heutigen Spiel. Ich sag mal so, wir haben schon bessere Spiele gesehen. Genau, guten Abend. Am Ersten, ich will von herzlichen Glückwunsch von unseren Gästen. Das war, man muss ehrlich sagen, das war hochverdient. Ab erster Minute bis letzte, unsere Gäste hat mir heute gezeigt, mehr. Und das ist so einfach. Wir haben von Anfang unverständlich so viele individuelle Fehler gemacht. Ich habe gezählt bis 8, zum Beispiel 8 Pfosten. Dann kommt Unsicherheit und dann alles geht schief. Wir haben versucht, mein Kollege Silvio Schmidt, wir haben gewechselt, aber manchmal passiert etwas so, das einfach geht nicht. Natürlich habe ich gar nichts zu sagen. Diese 2 Punkte sind sehr hoch verdient für unsere Gäste. Und ja, klar und deutlich. Ja, und da vielleicht zu versuchen, eine Erklärung zu finden. Ihr seid ebenfalls aufgestiegen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, eine richtig eingespielte Truppe, ich nehme mal an, es sind nicht allzu viele Neuzugänge, nicht allzu viele Abgänger. Ist das richtig oder sehe ich das falsch? Also wir haben 2 aus der A-Jugend, die waren zwar auf der Mitte, aber haben keine Einsatzmöglichkeiten gehabt. Das sind 2 17-Jährige. Dann haben wir noch einen 21-Jährigen bekommen aus Minn, aus der A-Jugend, eine A-Jugend-Bundesliga gespielt, aber er ist auch lange nicht so weit. Dann plagen mich ganz ehrlich, ihr sagt immer noch 3 Verletzungen. Der eine hat Mittelhandbruch, der andere hat einen Bänderriss im Fuß und der andere hat Schulter. Also wir sind eine eingespielte Truppe, das sage ich, da stimme ich zu. Aber wir haben sehr viel Verletzungspech, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Mannschaft kompensiert das durch Kampf, durch Leidenschaft. Das ist eigentlich die Stärke, sage ich jetzt mal. Wir sind nicht unbedingt spielstark, aber wir versuchen das oder wir machen es ganz gut in den letzten 2-3 Spielen, dass wir mit Leidenschaft, mit Kampf, sage ich jetzt mal, diese Verletzungsmisere eben halt minimieren.
Naja, so sah es von außen auch aus. Aufgestiegen und eigentlich mit der Mannschaft weitergespielt, die die vergangene Saison gespielt hat, die den Aufstieg geschafft hat, wo man sagen muss, hier in Zwickau, Trainerwechsel, einige Spieler nicht mehr dabei, einige Spieler neu dazugekommen. Ich denke, kann man sagen, es braucht auch alles noch ein bisschen Zeit, ehe das alles wieder eingespielt ist, in die Laufwege bekannt sind. Was natürlich aufgefallen ist, eigentlich hast du es schon angesprochen, einige leichte Fehler im Aufbauspiel noch nicht mal unter Bedrängnis, also Querpass an der Mittellinie ins Aus. Was passiert da mit dem Trainer auf der Bank? Eine gute Frage. Das macht uns alle sehr wütend. Vorbereitung für dieses Spiel, meine Meinung war sehr gut. Wir haben Video gesehen, wir haben detektiert, wo sind die stärke Seite von unseren Gegner. Aber manchmal passiert so etwas. Manchmal passiert so etwas, dass alles, was du versuchst, einfach geht nicht. Ich habe gesagt, bevor diese zwei Punkte geht sehr hoch verdient. Aber wir müssen nicht vergessen, gestern, 10 Minuten bevor Trainingsende, unsere Stammspieler, Adam Krzyżak, hat Hand gebrochen. Und natürlich, das war Schock. Das, man kann nicht vergessen. Letzte Woche passiert mit Lulu, auch am Spiel. Das ist auch ein Ball. Das passiert. Natürlich, wir müssen von diesem Spiel etwas lernen. Heute haben wir zu viel individuell gespielt. Das ist Handball. Einfach, das geht nicht. Einfach. Ja, das hast du eben vorletzten schon angesprochen. Adam Krzyżak gestern im Training. Verdacht auf Anbruch in der Hand. Und das werden wir sehen. Beide gehen zum MRT. Wir wissen heute noch nicht genau, wie schlimm das bei beiden ist. Ich hoffe, bei beiden hoffentlich nicht ganz so schlimm, dass sie relativ kurzfristig wieder zurückkommen. Jetzt nochmal die Frage in die Runde. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum an die beiden Trainer oder an einen der beiden Trainer? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Bedanke ich mich bei beiden Trainern. Wünsche unseren Gästen eine angenehme Nachhausefahrt. Halten Sie schön frei im August, die zwei Punkte, die verdienten Punkte. Tachi, beim nächsten Spiel wird alles besser. Zuschauer. Einen angenehmen Sonntag noch. Schönen Abend. Tschüss.